lieber Klaus Bernstiel, der Floor, der, wie sagt man, das Parkett ist ganz links. Ja, guten Abend. Ich freue mich, heute Abend hier sprechen zu dürfen. Ich danke sehr für die freundliche Einladung und die überaus freundliche Vorstellung. Und ich hoffe, Sie können mich soweit gut verstehen. Ich möchte meinen Vortrag mit einem Hinweis beginnen. Der Vortrag enthält verschiedene Punkte, die für einzelne Zuhörende eventuell belastend sein können. Ich spreche über Sexualität, ich spreche über Suizid, über intime Körperteile und psychische Gewalt. Ich werde außerdem Begriffe über Behinderung zitieren, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Wie in der Vorstellung schon gesagt wurde, bin ich Literaturwissenschaftler von Beruf. Ich beschäftige mich also mit Büchern. Warum ich das tue, hat einen sehr einfachen Grund. Alles, was es in der Welt gibt, gibt es auch in der Literatur. Meist noch ein bisschen mehr. Die Welt ist bunt, die Welt ist vielfältig. Und auch die Menschen in der Welt und auf der Welt sind vielfältig. Die Literatur aber bildet diese Vielfalt nicht einfach nur ab. Indem sie die Dinge und die Menschen in der Welt immer wieder aufs Neue aufgreift und darstellt, kann sie auch dabei helfen, unsere Vorstellungen von der Welt und den Menschen in der Welt zu hinterfragen und zu verändern. Das gilt, wie ich heute zeigen möchte, auch im Zusammenhang von Behinderung und ihrer Darstellung in der Literatur. Als Forschender auf dem Gebiet der Disability Studies interessiert mich dabei schon seit längerem die Frage, auf welche Weise die Literatur Menschen mit Behinderung darstellt und zeigt. Das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage an Sie alle. Die Frage stelle ich auch in den Chat. Welche Filme, Bücher und anderen Medien kennen Sie, in denen Menschen mit Behinderung eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen? Wenn Ihnen dazu etwas einfällt, ein Film, eine Serie, gerne auch ein Buch, schreiben Sie es uns in den Chat. Welche Filme, Bücher und andere Medien kennen Sie, in denen Sie sagen würden, dass Menschen mit Behinderung hier eine Rolle spielen? Ich bin gespannt auf Ihre Vorschläge und Ideen. Die Fernsehserie Breaking Bad wurde hier genannt. Es kommen einige Serien, aber tatsächlich auch ein literarischer Text, nämlich der Roman Heidi, den sicher einige von Ihnen kennen, in dem ein Rollstuhl eine wichtige Rolle spielt. Weitere Filme und Werke werden genannt. Die Vorstadt Krokodile, ein Jugendbuch, das einige von uns, glaube ich, in guter Erinnerung haben. Es wird genannt ein Text von Ken Fries. Ich komme gar nicht so schnell hinterher. Diverse literarische Beispiele, ganz am Ende auch noch ausgreifend auf Medien, Serien und so weiter. Also Sie sehen, wenn wir da ein bisschen überlegen, fällt uns da schon ein bisschen was ein.
Ich selbst arbeite, wie gesagt, im Bereich der Literatur und im Bereich der Literatur gibt es durchaus einige prominente Figuren, die wir mit etwas gedanklicher Akrobatik als behinderte Menschen, Menschen mit Behinderung bezeichnen können. Ich denke zum Beispiel an die Geschichte vom Glöckner von Notre-Dame. Das ist eine Geschichte, die ihren Ursprung in der Literatur hat, tatsächlich, aber auch den Sprung auf die Kinoleinwand geschafft hat. Ich möchte heute Abend in drei Schritten vorgehen. Den ersten haben Sie bereits mit mir bestanden. Wir haben einen Moment gesprochen über Literatur, Film und Medien und die Frage, wo in diesen Dingen Behinderung eigentlich vorkommt, wo Menschen mit Behinderung vorkommen. Im zweiten Schritt möchte ich dann etwas näher an die Literatur herangehen und Ihnen zeigen, wie man zunächst, und das hat vor etwa 100 Jahren begonnen, wie man versucht hat, literarische Darstellungen von Behinderung in der Literatur zu sammeln, einzuteilen und aufzuschreiben. In einem dritten Teil möchte ich Ihnen dann zeigen, wie wir in der Gegenwart als LiteraturwissenschaftlerInnen mit literarischen Texten umgehen, in denen Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Ich komme also zum zweiten Teil. Sammeln, einteilen und aufschreiben, Hans Wirths und die Anfänge einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Behinderung in Literatur. Dass Menschen mit Behinderung und ihre jeweilige Darstellung keineswegs nur am Rande des kulturellen Mainstreams auftauchen, das ist engagierten Forschenden schon relativ früh aufgefallen. Im Jahr 1932 hat Hans Wirths hierzu eine erste wichtige Arbeit vorgelegt. Zwei Sätze zur Person. Hans Wirths ist ein Pädagoge gewesen, ein Behindertenpädagoge, der mit Menschen mit Behinderung gearbeitet hat, und er hat sich vor allem für die berufliche Rehabilitation von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Er ist vor allem in Berlin tätig gewesen. Hans Wirths ist eine Figur, die auch kritisch gesehen werden sollte. Einerseits in der Wortwahl. Er benutzt durchgängig das Wort Krüppel für Menschen mit Behinderung. Andererseits vertritt Hans Wirths auch Positionen, die durchaus problematisch sind, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Eugenik. Dennoch ist er eine interessante Figur, denn er hat 1932 ein Buch vorgelegt mit dem Titel Zerbrecht die Krücken, Krüppelprobleme der Menschheit. Auf der Abbildung sehen Sie eine starke, ich würde vermuten, männliche Hand, die also eine hölzerne Krücke zerbricht. Und das ist auch das, was Hans Wirths wollte, dass Menschen mit Behinderung ihre Behinderung überwinden, ihre Krücken zerbrechen und zu produktiven Mitgliedern der Arbeitsgesellschaft werden. Soweit, so gut zum Programm von Wirths. Interessant ist nun, dass
Hans Wurz in diesem Buch nicht nur über sein Anliegen spricht, also Menschen mit Behinderung in gesellschaftliche Arbeit zu Zusammenhänge zu integrieren, sondern dass Hans Wurz in einer langen Liste auflistet, wo eigentlich in unserer Kultur und in unserer Literatur Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Er beginnt zunächst mit einer Auflistung von Dichtern und Schriftstellern, von denen überliefert ist, dass sie von einer Behinderung betroffen gewesen sind. Also, das ist hier ein ganz willkürlicher Auszug. Sie sehen auf der Liste zum Beispiel Aesop, ist der berühmte Dichter von Fabeln, die Sie alle kennen. Hase und Igel und dergleichen Meerfuchs und so weiter. Und dort wird notiert, dass dieser Aesop eben bucklig gewesen sei. Oder es wird der Schriftsteller, französische Schriftsteller Honoré de Balzac genannt und dieser wird auch als Krüppel verzeichnet. Diese Auflistung ist an sich schon interessant. Sie enthält neben Balzac mehrere große Namen der Weltliteratur, etwa Victor Hugo, Henrik Ibsen und John Keats. Sie zählt aber auch etliche berühmte deutsche Schriftsteller auf, zum Beispiel Ludwig Börne, den Sie hier genannt sehen, oder Heinrich Heine und Gottfried Kenner, viele, viele mehr. Ganz überwiegend übrigens Schriftsteller, sehr wenig Schriftstellerinnen. Noch bemerkenswerter in dem Buch von Würz ist allerdings seine zweite Liste. Und das ist die Liste, die nun tatsächlich literarische Werke, Bücher auflistet, in welchen Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Würz nennt jeweils die Namen der Autoren, die Titel der Werke und gibt eine kurze Inhaltsangabe. Das ist diese Liste. Schöne Literatur, über Krüppel geordnet, nach Verfassern mit kurzer, das Krüppelproblem behandelnder Inhaltsangabe. Hier eben ein Beispiel. Victor Hugo, der Glöckner von Notre Dame, wird hier kurz zusammengefasst und es wird beschrieben, was der Inhalt der Geschichte ist, nämlich dass Quasimodo, der Bucklige, der taub geworden ist durch den Glockenschall, dass er eben eine Eifersucht gegenüber allem Schönen in der Welt trägt und daraus entspinnt sich die Geschichte. Also kurze Inhaltsangaben von Texten, in denen Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass ich das Wort Krüppel im weiteren Verlauf nicht mehr benutzen muss. Es ist einfach das Wort, das Hans Wurz 1932 benutzt. Was Wurz nun mit seinen Listen gemacht hat, ist eigentlich erstmal eine Sammlung von literarischen und anderen Kunstwerken zum Thema Behinderung. Das erste Problem, das sich daraus ergibt, ist eines der Lexik, also das Wortschatzes und eines der Semantik, also der Bedeutung von Wörtern. Denn unser modernes Wort Behinderung steht Wurz schlichtweg noch nicht zur Verfügung.
Deshalb verwendet er das Wort mit K. Das zweite Problem ist sein wissenschaftlicher Zugang. Dieser wissenschaftliche Zugang ist ein motivgeschichtlicher Zugang. Ich muss Sie ganz kurz mit Einzelheiten der Literaturwissenschaft beerdigen. Was ist eigentlich Motivgeschichte? Motivgeschichte ist eine Form der Literaturwissenschaft, in der Motive, also bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Probleme durch die Zeiten hinweg verfolgt werden. Ein Motiv wäre zum Beispiel der Vollmond oder ein Motiv wäre so etwas wie die alte böse Hexe. Also Dinge, die in verschiedenen literarischen Texten vorkommen und wer Motivgeschichte macht, sieht sich dann an, so wie Hans Wirth das macht, wo dieses Motiv überall vorkommt. Es ist also ein Zugang, der zunächst einfach einmal sammelt und aufzählt. Aus unserer fachlichen Sicht, der Sicht der Literaturwissenschaften und der Literary Disability Studies, ist das, ich habe es groß auf die Folie geschrieben, leider zu wenig. Das bloße Sammeln von Figuren, von Themen, die sich mit Behinderung beschäftigen, ist aus heutiger Sicht zu wenig. In den vergangenen 30 bis 40 Jahren haben sich daher andere Ansätze entwickelt, die nun versuchen, etwas komplexere Fragen an literarische Texte, in denen Behinderung auf die ein oder andere Weise thematisiert wird, zu stellen. Neue Fragen der Literaturwissenschaft. Wir wollen nicht mehr einfach nur sammeln, sondern wir wollen Fragen stellen. Und eine wichtige Frage für uns, die wir uns für Sprache interessieren, ist die Frage, mit welchen sprachlichen und erzählerischen Mitteln wird Behinderung in den Texten gestaltet? Es geht uns also nicht nur darum, nach dem Was in den Texten zu fragen, sondern auch nach dem Wie. Auf welche Weise wird Behinderung erzählt und gestaltet? Wir würden das eine sprachliche und eine narratologische, also eine an Fragen der Erzähltechnik interessierte Dimension nennen. Eine zweite Frage ist für uns die Frage nach der Funktion der Darstellung von Behinderung in literarischen Texten. Was ist gemeint mit Funktion? Mit Funktion ist gemeint, welchen Zweck eigentlich die Darstellung oder die Auseinandersetzung mit Behinderung in einem literarischen Text hat. Es gibt zum Beispiel sehr viele Texte, in denen Figuren mit Behinderung die Funktion eines Bösewichts übernehmen. Also eine Figur, die den anderen Figuren schaden will. Es gibt aber durchaus auch literarische Texte, in denen Figuren mit Behinderung positive Helden sind. Helden und Heldinnen, mit denen sich Leserinnen und Leser identifizieren können. Also die Frage nach der Funktion solcher Figuren. Eine dritte Frage
ist die Frage danach, in welche gesellschaftlichen Diskussionszusammenhänge Texte über oder mit Behinderung eingebettet sind. Literatur findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie hat immer zu tun mit der Gesellschaft, in der sie stattfindet. Und hier stellen wir uns eben die Frage, wie Literatur und Gesellschaft hier zusammenhängen. Außerdem fragen wir danach, welche kulturellen Vorstellungen oder Traditionen oder auch Denkmuster in der Literatur eine Rolle spielen. Es geht also um die kulturelle Dimension. Wenn ein literarischer Text über Behinderung spricht, dann kann er gar nicht anders, als sich auf eine Reihe kultureller Vorstellungen und Denkmuster zu beziehen, die allgemein über das Thema Behinderung, Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft unterwegs sind. Also die kulturelle Dimension. Und letzter Punkt, und den wird Chris Klein in seinem Q-Referat später noch vertiefen. Wir fragen uns, welche anderen Aspekte mit der Kategorie Behinderung in einem Text verknüpft und in der Analyse zu berücksichtigen sind. Das können zum Beispiel Fragen von Geschlecht oder Gender, aber auch Fragen von Race oder auch Fragen nach sozialer Herkunft und Klasse, aber eben auch Fragen nach Alter und so weiter und so fort. Seine Behinderung, und das werde ich Ihnen gleich zeigen, kommt in literarischen Texten selten alleine daher. Sie kommt oft verbunden mit den eben genannten anderen Fragen. Also, das ist unser neuer, etwas modernerer Zugang, der anders funktioniert als der Zugang von Hans Wirths, Fragen der Literary Disability Studies. Ich möchte Ihnen das an einem längeren und an einem kürzeren Beispiel vorführen. Mein erstes Beispiel stammt von dem berühmten deutschen Schriftsteller Thomas Mann. Ich habe ein Foto mitgebracht, auf dem Thomas Mann lächelt. Das ist eher selten. Meistens blickt er sehr streng in die Kamera. Hier haben Sie einen lächelnden Thomas Mann, 1875 in Lübeck geboren, im Zweiten Weltkrieg aus Deutschland emigriert, 1955 in Zürich in der Schweiz verstorben. 1929 hat er für seine Werke den Literaturnobelpreis, die weltweit wichtigste literarische Auszeichnung, erhalten. Selbstverständlich kommt Thomas Mann in den Listen von Hans Wirths vor. Insgesamt gleich dreimal, unter anderem mit der Erzählung Der kleine Herr Friedemann. Auf der Folie sehen Sie die Inhaltsangabe bei Hans Wirths. Ich zitiere nur den ersten Satz. Ein kleines, buckliges Männchen verliebt sich in eine riesenhafte, schöne Frau. So geht das bei Hans Wirths. Sie sehen auf der nächsten Folie den Umschlag der Erstausgabe. Die kleine Erzählung ist 1897 zum ersten Mal erschienen. Und Thomas Mann sagt selbst, das ist seine erste wichtige Erzählung
gewesen sein. Die Hauptfigur ist der Körperbehinderte, in diesem Fall kleinwüchsige Johannes Friedemann, der eben seit seiner Kindheit körperlich behindert ist. Wie fängt diese Erzählung an? Sie beginnt mit einem direkten szenischen Einstieg, in dem nämlich der Hanne die Schuld gegeben wird, dass sie den kleinen Johannes vom Wickeltische hat stürzen lassen und Johannes eben seither körperlich beeinträchtigt ist. Erster Satz der Erzählung: Die Amme hatte die Schuld. Warum? Weil die Amme sehr viel Alkohol trinkt und deswegen auf den kleinen Friedemann eben nicht ordentlich aufpasst. Ich zitiere: Ehe man sie hatte fortschicken können, war das Unglück geschehen, als die Mutter und ihre Töchter eines Tages von einem Ausgang zurückkehrten, lag der kleine, etwa einen Monat alte Johannes vom Wickeltisch gestürzt, mit einem entsetzlich leisen Wimmern am Boden, während die Amme stumpfsinnig daneben stand. Also ein dramatischer Einstieg in diese Geschichte. Seine Kleinwüchsigkeit belastet Friedemann in seinem sozialen Leben zunächst kaum. Allerdings ist er sich sicher, aufgrund seiner körperlichen Besonderheiten für Sexualität, Liebe und Partnerschaft nicht geeignet zu sein. Ich zitiere erneut: Friedemann ist jetzt in der Schule. Es kam die Zeit, wo er, sie, also seine Mitschüler, auf dem Schulhofe oft von gewissen Erlebnissen sprechen hörte. Aufmerksam und mit großen Augen lauschte er, wie sie von ihren Schwärmereien für dies oder jenes Mädchen redeten und schwieg dazu. Diese Dinge sagte er sich, von denen die anderen ersichtlich ganz erfüllt waren, gehörten zu denen, für die er sich nicht eignete, wie Turnen und Ballwerfen. So steht es in dieser Erzählung. Friedemann verzichtet also auf den Lebensbereich des Sexuellen, auch des Partnerschaftlichen, und stattdessen wendet er seine Energien Kunst und Kultur zu. Er geht gerne in die Oper, er hört gerne Musik und er genießt das auch. Er ist also nicht unglücklich. In der Erzählung steht, dass die Leute nicht wussten, dass, Zitat, dieser unglückliche Krüppel am Ende doch erfüllt von einem stillen und zarten Glück gewesen ist, das er sich zu schaffen musste. Eben weil er Kunst, Kultur, Musik, Zigarren und dergleichen mehr genießt. Als aber nun mit Gerda von Rindlingen eine aufsehenerregende Dame neu in die Stadt kommt, verliebt Friedemann sich in sie und kann sein Begehren nach dieser Frau nicht mehr länger unterdrücken. Gerda beschäftigt und fasziniert ihn. Eine wirkliche Kontaktaufnahme findet aber zwischen den beiden nicht statt und am Ende nimmt sich Friedemann schließlich das Leben. Auffällig, interessant für mich an dieser Erzählung
ist zweierlei. Zum einen werden, wie Sie sehen konnten, Fragen von Behinderung eng gekoppelt an Fragen von Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Zum anderen, und das hängt damit zusammen, weist die Erzählung eine für Thomas Mann sehr typische, starke Gegenüberstellung von körperlichem und geistigen, von Krankheit und Gesundheit auf. Der Weg in den Genuss von Kunst und Kultur wird als Alternative zu einer auch körperlichen, erfüllten Sexualität vorgezeichnet. Er weist sich für viele Mann am Ende jedoch nicht als funktionsfähig, sondern als Weg in den Selbst. Thomas Mann selbst hat in einer Vorlesung, die er sehr spät in seinem Leben gehalten hat, das Ganze selbst kommentiert. Er sagt, die Hauptfigur ist ein von der Natur stiefmütterlich behandelter Mensch, der sich auf eine klug, sanfte, friedlich, philosophische Art mit seinem Schicksal abzufinden weiß und sein Leben ganz auf Ruhe, Kontemplation und Frieden abgestimmt hat. Die Erscheinung einer merkwürdig schönen und dabei kalten und grausamen Frau bedeutet den Einbruch der Leidenschaft in dieses behütete Leben, die den ganzen Bau umstürzt und den stillen Helden selbst vernichtet. So kann man das auch sagen. Ich möchte einige Stichworte zur Analyse des Textes geben. Das erste habe ich schon genannt. Offenbar gibt es eine ganz enge Verschränkung des Themas Behinderung mit den Themen Gender, geschlechtliche Identität und Sexualität. Auf den allerersten Blick erscheint dieses Arrangement sehr stark einem ableistischen und heteronormativen Rahmen zu entsprechen. Die Möglichkeit, sexuelle und partnerschaftliche Erfüllung zu erleben, wird Friedemann aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit abgesprochen. Der weibliche Gegenpart, wiederum also Gerda, wird über ihre überbordende Weiblichkeit als Bedrohung für Friedemanns männliches, kopflastiges, vernunftorientiertes Selbstkonzept inszeniert. Nebenbei verhandelt werden aber auch Fragen von gesellschaftlicher Stellung, von Selbst- und Fremdwahrnehmung, ebenso wie Fragen nach dem Verhältnis von Körper, Geist und Kunst. Es zeigt sich also, dass Behinderung in der Erzählung kein irgendwie isolierter Gegenstand ist, sondern eng verwoben ist mit all den anderen Fragen, die ich gerade genannt habe. Der Autor Thomas Mann verknüpft also eine Menge Dinge miteinander: Behinderung und Männlichkeit, vergeschlechtliche Rollenerwartungen, gesellschaftliche Ansprüche, aber auch Fragen des Künstlerischen und Ästhetischen. Diese Erzählung der Rainer Friedemann ist so komplex angelegt, dass ich gar nicht alle Aspekte davon kommentieren kann. Interessant in der
Dimension von Gender und Geschlecht ist aber auch, dass die zweite Figur, eben Gerda von Rillingen, in die sich Friedemann verliebt, komplexer angelegt ist, als es zunächst scheint. Sie ist nicht nur eine männliche Projektionsfläche, sondern sie wird als eine beinahe queere Person dargestellt, die mit weiblichen und männlichen Rollenattributen belegt wird. Sie ist selbst, wird sie als burschikos beschrieben, sie weist am Ende Friedemann zurück. Sie ist also nicht nur eine passive Spielfigur. Am Ende, wie gesagt, begeht Friedemann eine Selbsttötung und diese Selbsttötung trägt wiederum eine eigenartige Gender-Markierung in sich. Denn der kleine Herr Friedemann schießt sich nicht etwa eine Kugel durch den Kopf, wie das ein richtiger Mann tun würde, sondern er ertränkt sich im Fluss. Er wählt also eine traditionell als weiblich verstandene Art der Selbsttötung. Langer Rede, kurzer Sinn. Thomas Mann hantiert hier mit einer Menge von Dingen, die sich überlagern und überkreuzen. Behinderung und Geschlecht, Männlichkeit und Weiblichkeit und so weiter und so fort. Es macht deshalb Sinn, sich in der Analyse nicht nur monothematisch auf die Darstellung von Behinderung zu konzentrieren, sondern sich anzusehen, wie Behinderung mit all den anderen Themen verwoben und verknüpft ist. Also es macht Sinn, das alles gemeinsam zu denken. Nun aber noch einmal zur Frage, warum diese Erzählung überhaupt eine Figur mit Behinderung so sehr in den Mittelpunkt rückt. Um beispielsweise eine tragische Liebesgeschichte erzählen zu können, könnte man sich ja auch eine andere Figur ausdenken. Das wäre ja vorstellbar. Zwei Menschen, die nicht zueinander finden können, aus welchen Gründen auch immer. Die Literatur ist seit Romeo und Julia voll davon. Thomas Mann wählt aber eine Figur mit Behinderung. Warum ist das so? Eine berühmte These unserer Kolleginnen und Kollegen aus den USA lautet, dass Behinderung in einem Text funktioniert als narrative Prothese. Ich glaube, das muss ich ein wenig erläutern. Der Gedanke ist eigentlich ganz einfach. Die Erzählung von Thomas Mann braucht Friedemanns Behinderung, um überhaupt diese Geschichte erzählen zu können. Wenn die Behinderung nicht in der Geschichte wäre, wäre es eine andere Geschichte. Also führt Thomas Mann die Behinderung in die Erzählung ein und von da an bewegt sich die Erzählung auf der Behinderung weiter wie auf einer Prothese oder einer Krücke. Ja? Denken Sie an unseren Hans Wirths, Zerbrecht die Krücken. Für uns Literaturwissenschaftler innen ist diese These von der narrativen Prothese gleich doppelt interessant. Denn sie zeigt uns, dass Behinderung nicht einfach nur Gegenstand oder Thema von literarischen
Texten sein kann, sondern dass sie etwas macht mit der Literatur, mit dem Erzählen selbst. Behinderung kann Anlass geben, etwas zu erzählen. Behinderung kann einer Erzählung einen grundsätzlichen Konflikt verleihen, unglückliche Liebe, der dann eben erzählerisch abgearbeitet werden muss. Behinderung kann aber auch dazu dienen, Probleme literarisch zu fokussieren, die ganz andere Dimensionen bereithalten als der Komplex Behinderung selbst. In unserem Falle die Aspekte von Gender, Geschlecht und Sexualität, die ich versucht habe darzustellen. Also Behinderung als eine Krücke, auf der sich das Erzählen selbst fortbewegt, das ist das eine, und das andere ist tatsächlich das Eingewobensein von Fragen nach Behinderung in eine Menge von anderen zusammenhängenden Fragen. Ich möchte Ihnen noch ein zweites Beispiel präsentieren, dieses allerdings wesentlich kürzer, denn Sie haben mir schon so lange zugehört. Das zweite Beispiel stammt aus der Gegenwartsliteratur von der Autorin Sibylle Berg, geboren 1962. Sie sehen sich hier auf dem Foto, im Gegensatz zu Thomas Mann, lächelt sie nicht, sondern guckt eher skeptisch in die Kamera. Sie äußert sich regelmäßig in der Presse, in den Medien zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Und sie schreibt Theaterstücke, die auf vielen deutschsprachigen Bühnen gespielt werden. Sie schreibt aber eben auch Erzählungen und Romane. Ich möchte Ihnen einen Text als zweites Beispiel eben noch kurz präsentieren. Der Roman heißt Vielen Dank für das Leben und ist vor etwa 10 Jahren erschienen. In diesem Roman öffnen sich, so möchte ich sagen, Fragen von körperlicher Abweichung, von Behinderung hin zu ganz grundlegenden Fragen von Körperlichkeit, von Identität, von Wahrnehmung und Normierung, Selbstwahrnehmung und gesellschaftlichen Druck. Erneut, und das wird Sie nun vielleicht nicht mehr überraschen, sind es Fragen von Gender, das heißt von vergeschlechtlichter Identität, die sich mit Fragen von Beeinträchtigung, Behinderung verbinden. Die Hauptfigur dieses Romans ist Toto, eine Person, die sich oder deren Körper sich der Dichotomie der Erkennbarkeit oder Zuweisung von männlichen und weiblichen Merkmalen entzieht und darüber in eine gewalttätige Maschinerie gerät, welche den abweichenden Körper unter allen Umständen in einen normgerechten Körper verwandeln will. Die Geschichte beginnt also mit der Geburt von Toto und dann tritt sehr bald ein Arzt auf, Chefarzt Dr. Wagenbach, der Mutter des Kindes erklärt, dass dieses Kind uneindeutige Geschlechtsmerkmale trägt. Und der Arzt sagt dann, dass ein Kind mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren wird, das ist nun keine Seltenheit.
Wir können da operativ erstaunliche Dinge machen. Sehen Sie, sagt er dann, wir haben hier einen Penis, der aber auch Klitoris sein könnte. Das Röntgenbild zeigt uns Eierstöcke und Hoden. Also beides vorhanden. Und dann schlägt eben dieser Arzt vor, dass man das Kind operiert und weil das technisch einfacher ist, über diese Operation in ein Mädchen verwandelt. Ich zitiere die letzten zwei Sätze hier noch einmal. Wir legen eine Neovagina an. Die muss allerdings lange Zeit durch das regelmäßige Einführen eines Gegenstandes gedehnt werden. Eine Gurke zum Beispiel, sagte der Chefarzt und lachte noch nicht einmal über sich selber. Dieses Kind in der Geschichte, seine körperliche Abweichung wird von der im Roman geschilderten Gesellschaft nicht toleriert und muss operativ begradigt, korrigiert, zurechtgeschnitten werden. Damit aber nicht genug. Der Roman erzählt im Weiteren Totos Lebensgeschichte wiederum als Geschichte mit unglücklichem Ausgang. Drangsaliert in einem Kinder- und Jugendheim in der DDR findet Toto auch nach der Wende nicht zu einem passenden Platz im Leben. Toto wird daran gehindert, eine erfüllende persönliche Identität zu erlangen und stirbt am Ende dieses Romans. Erneut haben wir also eine enge Verschränkung von Fragen nach Geschlecht, Sex, Gender und Behinderung, Disability. Es geht um Fragen von Identität und Selbstverständigung. Tatsächlich ist es ein Text, der weitaus nicht nur über Behinderung spricht, sondern über etliche Dinge mehr. Behinderung zeigt sich also erneut eingewoben in eine Menge anderer gesellschaftlicher Problemkomplexe. Das ist schon meine ganze Analyse. Ich komme zum Schluss und ziehe ein ganz knappes Fazit. Ich hoffe, Ihnen gezeigt haben zu können, dass sich der literaturwissenschaftliche Zugang zu Texten, die sich in irgendeiner Weise mit Behinderung beschäftigen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Wurde zunächst einmal nur gesammelt, wo Behinderung in der Literatur überall auftaucht, geht es uns heutzutage vielmehr darum, zu zeigen, was mit und aus Behinderung in der Literatur alles gemacht wird. Behinderung erweist sich dabei als ein komplexer Erzählgegenstand, der in unterschiedlichste andere Zusammenhänge eingewoben ist. Und dieses Verwobensein versuchen wir nachzuzeichnen. Am Ende des Tages kann es aus meiner Perspektive aber nicht dabei bleiben, die Literatur nur zu analysieren. Indem wir uns ansehen, wie Literatur Behinderung in Szene setzt, in welche komplexen Zusammenhänge Behinderung hineingestellt wird, können wir möglicherweise auch etwas dazu beitragen, die gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen von Behinderung, die innerhalb der Literatur verhandelt und
ausgetragen werden, kritisch zu beleuchten und kritisch zu befragen. Damit leisten die Literary Disability Studies einen Beitrag, überkommene Stereotype, kulturelle Denkmuster in Bezug auf Behinderung zu dekonstruieren und gesellschaftlich zu überwinden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. In der letzten Folie sehen Sie meine Quellen und die Literatur, die ich verwendet habe. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bernstiel. Vielen Dank für Ihren sehr, sehr spannenden Vortrag, der so viel Anlass für weitere Gespräche bietet. Gut, dann würde ich ohne weitere Verzögerung an Chris Klenn übergeben für das Co-Referat. Vielen Dank. Einen großen Dank nochmal erstmal an Herrn Professor Bernstiel. Ich fand es einen sehr spannenden und inspirierenden Vortrag. Ist es richtig sichtbar hier, meine PowerPoint? Ja, sehr schön. Ja, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das ich im Folgenden auch nochmal reinbringen werde. Da heißt es im Vorwort, dass die Autorin des Vorworts von dem Buch angesprochen wurde auf eine Art, die sie erinnert daran, wie eine Glocke angeschlagen wird und dass sie dann das Gefühl hatte, mit dem Text zu vibrieren und ihre eigenen Töne zu generieren. Und ich fühle mich jetzt selbst angeschlagen in diesem Sinne durch den Vortrag und werde jetzt versuchen, hier meine Vibrationen, meine eigenen Klänge etwas einzubringen. Dazu die kleine Anmerkung, ich komme weder aus der Literaturwissenschaft noch direkt aus den Disability Studies, und werde also versuchen, dieses Thema Intersektionalität, wie schon angesprochen, etwas weiter zu fassen und ein paar Brücken zu schlagen. Und da will ich direkt anknüpfen an die Schlussworte von Herrn Bierenstiel, und zwar eben dieses Projekt, das die Verwobenheiten na nachzuvollziehen, nachzuzeichnen, aber eben dann auch zu sehen, wie können wir von dort aus in ein Handeln, in ein Agieren kommen, vom Lesen und vom Analysieren hin in ein Agieren im Sinne der Intersektionalität. Die Grundfragen dabei sind dabei im Grunde, warum beschäftigen wir uns eigentlich noch mit dem Thema Intersektionalität, das jetzt ja auch kein ganz neuer Begriff oder neue Theorie ist. Dann will ich die Brücke schlagen auch zu den sozialen und Gesundheitsberufen, die ja hier an der Evangelischen Hochschule im Fokus stehen. Und dann eben fragen, wie wir Intersektionalität im Weiteren konzeptualisieren und anwendbar machen können. Dazu ein kleiner historischer Exkurs, auch für vielleicht jene, die mit dem Begriff noch nicht ganz vertraut sind. Intersektionalität kommt historisch ja aus einem Mangel hinaus, aus einem ja fast paradoxen Gefühl, dass wir Unterdrückungssysteme haben, die Leute ausgrenzen, dass dagegen gekämpft wird, aber dass dabei eben nicht alle mitgedacht werden. Es ist also ein Mangel an Allgemeinheit und ein Mangel an Spezifizität. Dazu ein Zitat vom Combahee River Collective. Das Combahee River Collective Statement 1977 wird auch mit so als ein Gründungsmoment von gegenwärtiger intersektioneller Analyse verstanden. Da heißt es im, ich gehe jetzt einfach direkt in die deutsche Übersetzung,
Da heißt es, die allgemeinste Aussage über unsere Politik zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre, dass wir uns aktiv dem Kampf gegen rassische, sexuelle, heterosexuelle und Klassenunterdrückung verschrieben haben und unsere besondere Aufgabe darin sehen, eine integrierte Analyse und Praxis zu entwickeln, die auf der Tatsache beruht, dass die dominanten Unterdrückungssysteme ineinander greifen. Die Synthese dieser Unterdrückungssysteme schafft die Bedingungen unseres Lebens. Das wurde jetzt eben im Kontext geschrieben, im amerikanischen Kontext geschrieben, wo von schwarzen Frauen, die sich nicht mitgedacht gefühlt haben, einerseits von der feministischen Bewegung, die weiß dominiert war zu dem Zeitpunkt, wo eben die Lebensrealitäten von schwarzen Frauen nicht mit auf der Agenda standen und gleichzeitig nicht mitgedacht wurden von dem Civil Rights Movement, der schwarzen Bewegung für Bürgerrechte, wo sie selbst eben auch marginalisiert blieben. Das heißt, die spezifische Lebensrealität von Frau sein und Schwarz sein fand keinen Ausdruck. Es ging also darum, einerseits diese Analyse durchzuführen, zu schauen, wie können wir eben diese spezifische Situation verstehen und verständlich machen. Und wie können wir von dort aus eine Politik aufbauen, die bei dieser Verschränkung ansetzt und alle letztendlich mitziehen kann? Seitdem hat sich natürlich einiges getan. Und Intersektionalität ist in manchen Kreisen schon fast wieder out als Begriff. Es ist zum Schlagwort geworden, es ist fast überverwendet worden und hat in dem Prozess ein bisschen an Inhalt eingebüßt. Trotzdem ist meine These hier, dass es nach wie vor ein unheimlich wichtiges Konzept ist, was uns noch viel an konstruktive Analyse und eben auch an Handlungsrahmen bringen kann. Da jetzt eben will ich übergehen zu den sozialen und Gesundheitsberufen, wo wir eben sehen, dass soziale Probleme oft in Isolation konstruiert werden. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir historisch, gesellschaftlich und nach wie vor viel kulturell Institutionen geschaffen haben und Diskurse geschaffen haben, in denen wir bestimmte Probleme versuchen anzugehen und als Probleme zu definieren, um sie überhaupt angehen zu können. Zum Beispiel eben ein Problem wie Behinderung, ein Problem wie Rassismus, ein Problem wie Frauenunterdrückung. Und dazu dann Berufe oder Positionen schaffen, die dieses Problem angehen sollen. Gleichzeitig sind aber eben diese Berufe, die Ausbildung, die Institutionen, die Rahmenbedingungen für dieses Angehen oft sehr isoliert. Wir haben es also mit Single-Issue, Politics, mit Single-Issue-Institutions zu tun, wo eben die Komplexität und auch die Überlappung, die spezifische Position von Menschen, die von mehreren überlappenden Strukturen von Marginalisierung und Unterdrückung betroffen sind, eben oft gar nicht mitgedacht werden kann. Denken Sie dran, wie jetzt zum Beispiel in der sozialen Arbeit dann eben oft Behinderung als Thema schon wieder ausgeklammert wird, wofür dann andere, die Heilpädagoginnen beispielsweise, verantwortlich sein sollen. Hier ist es also wichtig, ein intersektionelles Handeln, Denken zu nutzen, um zu einem intersektionellen Handeln zu kommen, bei dem wir
eben diese verschiedenen Sachverhalte gleichzeitig miteinander verschränken können, schon im Denken, weil sie ja in der Realität, in der Lebensrealität verschränkt sind. Dazu bedarf es natürlich einerseits dem individuellen Handeln, aber eben auch dem institutionellen, der institutionellen Veränderung, eben diese Isolierung sozialer Probleme und die Definition sozialer Probleme als ausschließlich aufzuheben und zu überkommen. Gleichzeitig möchte ich da aber auch an diese Idee der narrativen Prothese etwas anknüpfen. Denn was wir, denke ich, auch viel sehen, ist eben, wie sich gerade auch individuelle oder Handlungsräume im Kleinen eröffnen können, dadurch, dass wir ein Problem über eine bestimmte institutionelle Konstruktion angehen können, die erst einmal auf ein bestimmtes Problem ausgerichtet ist, aber wo wir von dort aus dann weitere Verbindungen sehen können, die sich von dort aus auftun und damit dann auch arbeiten können, auch wenn uns da oft leider nach wie vor Barrieren verschiedenster Art im Wege stehen. Jetzt also die Frage, wie können wir dahin kommen? Wie können wir aktiv Intersektionalität mitdenken? Eine gute Nachricht. Ich denke, oft tun wir das bereits. Und zwar möchte ich ein Beispiel nennen. Ich war gestern in der sogenannten Streitbar der EVH, also einem Diskussionsformat, wo es um Fragen zum Beispiel von Political Correctness und gendersensibler Sprache ging. Und dabei wurde eben auch auf dem Podium diskutiert, ja, wie können wir denn einerseits eben den Menschen gerecht werden, die das Gefühl haben, sie brauchen eine gerechtere Sprache, um sich repräsentiert zu fühlen, aber eben auch mitdenken, wie ein solches Unterfangen unter Umständen Menschen mit Lernschwierigkeiten auf dem Weg lässt oder Menschen nicht mit einschließt, die in anderen Klassenbeziehungen sind, wie das zum elitären Projekt wird. Das Problem dabei ist natürlich, dass dann solche Fragestellungen oft zu Argumentationen sich auswachsen, die letztendlich ein Ausspielen verschiedener Anliegen und Gruppen mit sich einziehen, wo also gesagt wird, ja, wenn wir gendersensibel sprechen wollen, dann schließen wir automatisch diese anderen Gruppen aus. Und nicht nachgedacht wird, wie können wir vielleicht anders das konzipieren, größer das Denken, um alle mitzunehmen. Und da möchte ich eben ein Zitat hier einbringen aus dem Buch Exile and Pride von Elie Claire. Ein Buch, was relativ alt inzwischen schon ist, aber mir nach wie vor wichtig und ich fürchte nach wie vor auch gesellschaftlich sehr wichtig. Ein Untertitel dazu ist Disability, Queerness and Liberation. Und in dem Vorwort zu diesem Buch, das ich vorhin ja schon einmal nannte, schreibt die Autorin Aurora Levins Morales, wenn zwei legitime Ansprüche im Konflikt zu stehen scheinen, dann verlangt keine der beiden Seiten genug. Das ist vielleicht ein naiver, möchten manche sagen, naive Hoffnung, dass wenn wir einfach größer denken, uns größer aufstellen in unseren Anliegen, dass wir dann alle Anliegen auch mitdenken und mitnehmen können. Für mich macht das allerdings eine große Menge an Hoffnung und es ist ein Satz, an den ich mich immer wieder selbst erinnern möchte, wenn es eben auch um die Konflikte gerade zwischen verschiedenen marginalisierten Gruppen geht. So möchte ich da ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben und Aktivismus einbringen. Ich war lange Zeit in den Niederlanden gelebt, war dort sehr stark in der queeren Szene als nicht-binäre Person
auch wenn ich lange Zeit nicht out war, aktiv. Und gleichzeitig musste ich dort immer wieder mitbekommen, wie Queerness, sei das Homosexualität, sei das Transgender, sei das nicht-binäre Sein, genutzt wurde, instrumentalisiert wurde von einer Politik, die drauf und dran war, Muslime auszuschließen, Menschen muslimischen Glaubens zu marginalisieren und zu sagen, ja, die sind ja nicht so liberal wie wir, die kümmern sich nicht um ihre Queers, wir machen das schon, und deshalb sind wir besser und deswegen wollen wir diese Menschen hier nicht haben. Der Anspruch, den ich und Menschen um mich dann entwickelt haben, war eben zu sehen, wie können wir diese Themen verschränken, wie können wir also aktiv auch mit Musliminnen, aber auch mit Aktionsbündnissen im Bereich Migration zusammenarbeiten, wie können wir auch mit in die Diskussion bringen, dass zum Beispiel auch queere Menschen gerade im Prozess der Flucht und des Asylverfahrens nach wie vor auch in den Niederlanden unheimlich diskriminiert und ausgeschlossen werden. Und wie können wir von dort aus eben eine gemeinsame Bewegung bilden, die gemeinsam ihre Anliegen vorträgt? Genauso auch zu den gerade angesprochenen Fragen von gendergerechter Sprache, eben mitzudenken, wie in Sprache ja auch nicht nur es nicht nur um Gender geht, sondern wie ja auch gerade in dem Vortrag schon anklang, Ableismus, Klassismus, Rassismus, alle nach wie vor in unserem Sprachgebrauch mitwirken. Und wie die Logik von Unterdrückung eben ja auch über diese Sprache repliziert wird. Und wo es dann eben für mich die Frage ist, wie können wir grundsätzlich unser Verhältnis zur Sprache und unseren Gebrauch von Sprache so überdenken, dass wir alle verschiedenen Gruppen da mitnehmen. So, das war jetzt ganz im Schnelldurchlauf einige meiner persönlichen Anliegen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, es geht mir darum, die Herausforderung zu stellen, uns unserer Zugänge zu diesen verschränkten Themenfeldern bewusst zu werden und dann zu schauen, wie wir von unserem Zugang aus, unserem persönlichen Standpunkt aus, eben unsere Perspektive erweitern können und andere Situationen, andere Erfahrungshorizonte, andere Marginalisierungsprozesse mitzudenken und damit zu verbinden und dann aktiv den Brückenschlag zu suchen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe hier nicht alle meine Literatur abgebildet, sondern nur kurz die beiden Zitatquellen noch einmal aufgelistet. Und hoffe, dass wir jetzt noch ein wenig Zeit für Diskussion haben.